Sie kennen die Situation. Sie sind Professor, halten Vorlesung, reden eine Stunde lang und haben das Gefühl, überhaupt nichts kommt rüber? Dann ist es Zeit für Peer Instruction. Wir zeigen, wie man die Studierenden aktiviert, ihr Verständnis abfragt und für Spaß am Lernen sorgt. Peer Instruction ist im Grunde nichts anderes als eine Quizfrage mit Diskussionsrunde. Sie können das Quiz zum Beispiel in der Mitte der Vorlesung durchführen, um ein bisschen Schwung in die Veranstaltung zu bringen. Oder Sie stellen die Quizfrage gleich zu Beginn der Veranstaltung, um herauszufinden, wie viel von der letzten Stunde hängen geblieben ist. Aber wie funktioniert Peer Instruction? Schritt 1. Sie stellen eine Frage oder geben eine Problemstellung. Dabei zeigen Sie die Frage zusammen mit 3 bis 5 möglichen Antworten oder Lösungen. Wie schwierig die ist, entscheiden Sie selbst. Wichtig, Sie zeigen die Frage und Antwortmöglichkeiten nur, Sie lesen sie nicht vor. Vorlesen ist verboten, denn damit könnten Sie aus Versehen durch Betonung, Gestik oder Mimik Hinweise auf die Lösung geben. Die Studierenden überlegen jetzt die Lösung zum Quiz. Und zwar jeder für sich allein. Das heißt, sie dürfen nicht mit den Nachbarinnen sprechen, die Diskussion kommt erst später. Sagen Sie das Ihren Studierenden ganz klar. Wie viel Zeit Sie den Studierenden dabei geben, hängt von der Komplexität der Frage ab. Das kann eine Minute oder auch eine Viertelstunde sein. Schritt 2. Mit einem digitalen Quiz-Tool, das Sie als Lehrende steuern, können die Studierenden einfach per Handy oder Laptop abstimmen. Mögliche Tools sind Tweetback, Pingo, Mentimeter oder Kahoot. Mehr zu den Tools finden Sie unten in der Videobeschreibung. Zeigen Sie den Studierenden jetzt das Ergebnis der Abstimmung. Im Idealfall sind die Studierenden sich uneinig, das heißt, 2 Antwortmöglichkeiten wurden gleich oft gewählt. Jetzt kommt der eigentlich spannende Teil bei Peer Instruction, die Diskussion. In Schritt 3 sagen Sie Ihren Studierenden, dass Sie Ihren Nachbarn oder Ihre Nachbarin von ihrer eigenen Lösung überzeugen sollen. Hier passiert die eigentliche Magie. Ihre Studierenden diskutieren über ihren Vorlesungsstoff. Lassen Sie auch hier ausreichend Zeit für den Austausch. In Schritt 4 lassen Sie ein zweites Mal abstimmen. Jeder stimmt wieder für sich alleine ab, also wie in der ersten Runde. Sie zeigen wieder das Ergebnis und Sie werden sehen, die meisten Studierenden stimmen für die richtige Lösung. Zum Schluss in Schritt 5 erklären Sie zusammen mit den Studierenden die richtige Lösung. Stellen Sie sicher, dass wirklich allen die Lösung klar ist. Es kann auch sinnvoll sein, die falschen Antworten zu besprechen. Also die Frage zu stellen, warum ist das falsch? Peer Instruction funktioniert nicht immer reibungslos. Der Knackpunkt ist dabei die erste Abstimmung. Hier können 2 weitere Fälle eintreten. Die meisten Studierenden haben falsch geantwortet. Dann war die Frage zu schwer oder sie haben zu wenig Zeit zum Nachdenken gegeben. Vielleicht haben sie auch das Thema in ihrer Vorlesung nicht tief genug behandelt. Sie können dann die Methode abbrechen und als Überleitung zu einer tieferen Behandlung des Themas oder einer praktischen Übung nehmen. Es kann auch sein, dass die Studierenden bei der ersten Abstimmung direkt alle richtig geantwortet haben. Dann war die Frage zu leicht und die Lösung zu offensichtlich. Dann lassen Sie einfach Diskussion und zweite Abstimmung weg und machen dann aber direkt in der Vorlesung weiter. Wichtig! Notieren Sie sich solche Fragen und lassen Sie die Frage im nächsten Semester weg. Oder überarbeiten Sie die Frage oder die Antwortoptionen. Zu viele triviale Fragen können nämlich dazu führen, dass die Studierenden Peer Instruction als sinnlos empfinden. Jetzt wissen Sie, was Peer Instruction ist. Die Methode hat viele Vorteile und wird bei uns in Evaluationen auch immer wieder von den Studierenden gelobt. Die Studierenden werden aktiviert. Sie haben Abwechslung, werden zum Nachdenken und Sprechen angeregt und können sich für die weitere Vorlesung besser konzentrieren. Ihr Wissen wird zudem tiefer verankert. Sie selbst sehen, welche Inhalte hängen bleiben und welche nicht. Und das Gleiche gilt natürlich für die Studierenden. Sie merken, das kann ich oder das kann ich noch nicht. Im Idealfall erkennen die Studierenden auch als Gruppe, dass das Wissen in ihrer eigenen Peer Group vorhanden ist. Das heißt, bei Problemen muss man nicht immer die Dozierenden fragen, sondern kann sich einfach an den Nachbarin oder die Nachbarin wenden. Und das Wichtigste, alle haben mehr Spaß am Lernen. Auch Sie. Zum Schluss noch unsere 3 Top-Tipps zum Einsatz von Peer Instruction. Sie sind total im Stress, weil Sie gerade eine neue Professur angetreten haben oder eine neue Lehrveranstaltung erstellen. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, sondern führen Sie die Methode schrittweise ein. Im ersten Semester fangen Sie mit einer Handvoll Fragen an. Später erweitern Sie Ihr Repertoire in den weiteren Semestern. Ihnen fällt es schwer, Fragen und Antworten zu erstellen.
dann nutzen Sie KI-Tools wie ChatGPT. Mit ein bisschen Übung können Sie sich sehr schnell eine Auswahl an interessanten Fragen und plausiblen Antwortoptionen erstellen lassen. Ein Beispiel dafür sehen Sie hier. Arbeiten Sie mit Kolleginnen aus Ihren Fachbereichen zusammen. Bauen Sie sich zusammen einen Fragenpool auf und teilen Sie sich sowohl die Fragen als auch Ihre Erfahrungen. Tauschen Sie sich aus. So sparen Sie sich Zeit und Sie können gemeinsam aus Ihren Fehlern lernen. Sie wollen noch mehr zu Peer Instruction wissen? Dann werfen Sie einen Blick auf unsere Website. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Und noch ein letzter Tipp. Auch wir Lehrende freuen uns über ein Like. Abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie mehr über Didaktik und Hochschullehre erfahren möchten.